Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ja, was hat es mit dem Titel auf sich, das letzte Gejodel? Das hier ist sozusagen ein lehrbuchartiges Video, was ihr machen solltet, wenn ihr wieder lauter Neymar-Klone in eurem Team habt. Neymar-Klone, was bedeutet das? Eure Mitspieler werden getroffen und spielen einfach nicht mehr mit. Diese Runde ist für mich ehrlich gesagt nicht so erfolgreich verlaufen und ich möchte sie trotzdem mit euch teilen und ich denke, am Ende der Runde wird klar, warum. Und auch vielleicht wird dann einiges klar, was ich da mit Lehrbuch meine. Wir sind erstmal vielleicht zu dem ganzen Setup. Wir sind hier unterwegs auf der Karte Westfield. Wir sind Low Tier Light und natürlich, das habe ich ja schon in diversen anderen Videos gesagt, versuche ich da erstmal zu spotten, versuche ich erstmal irgendwie, ja, meine Kanone hat hier nicht so einen großen Gefechtswert, von daher, wie gesagt, versuche ich das Ganze über sich zu spielen. Ich habe hier auch einen Seelenverwandten getroffen, den M4190. Warum das Ganze so ist, auch das werden wir gleich im weiteren Verlauf dieses Videos lüften. Wir versuchen hier beide, würde ich sagen, proaktiv für unser Team die Spots zu bringen. Da hinten haben wir schon T3400 gespottet, den können wir sicherlich auch beschießen. So sieht's aus. M4190 bringt auch einen Schuss unter. Und ja, leider nur 233 Unterstützungsschaden und nochmal 217 Track Damage. So richtig viel scheint da drüben gar nicht zu sein. Noch steht es 0-0. Aber es wird gleich rasant viel schlechter aussehen. Wir sind hier in einem Match mit drei Artis und auf beiden Seiten zwei Lights. Und wie gesagt, ich bin hier schon sehr, sehr aggressiv am Spotten. Ich versuche hier wirklich schon ja, fast zu aggressiv Spots zu generieren für mein Team. Die beiden Lights da drüben, die hätte ich wahrscheinlich ohnehin nicht gespottet. ELC Even 90 hat ja einen unglaublich krassen Tarnwert und auch der AMX 1357 relativ schwer für mich zu spotten. Der FV hat sich da in eine, ja, ehrlich gesagt nicht so gute Situation gebracht, weil ihm da, wo er steht, gerade kaum jemand helfen kann. Können wir da oben nochmal auf den... Ah, ich baue uns jetzt auch noch an dem 1357. Das ist natürlich ärgerlich. Da haben wir wieder den T3400. Den ersten Panzer haben wir schon verloren. Der zweite Panzer geht jetzt raus. Der dritte Panzer ist draußen mit der IS. Also das 1er-Platoon schon zwei Panzer verloren. Und wie gesagt, den RV haben wir da drüben gegen die ganzen Lights verloren. Ich denke, die Arti hat da auch gut reingekloppt. Jetzt steht es schon 0-3. Kriegen wir da noch einen Schuss auf den T3400. Hinter uns steht dann auch noch ein ISM und sniped. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig sinnvoll ist. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, wenn er mit zu den Heavys gefahren wäre. Auf der anderen Seite kann ich es ihm auch irgendwie nicht verübeln bei drei Artis da oben auf der Heavy-Flanke. Macht halt auch absolut keinen Spaß. 0-5. Die Neymars fallen alle um, wie die fliegen. So. Und jetzt ist langsam so der Punkt gekommen, wo man sich schon auf die Niederlage einstellen kann. Ich persönlich habe überhaupt gar keine Chancen gegen so Panzer wie den Conqueror, gegen Panzer wie den Carnarvon. Dafür ist meine Kanone einfach zu schwach. Ich könnte mit Unterstützung der Teammates natürlich über Spots kommen, aber wenn ich sehe, was da oben alles über die nördliche Flanke rollt, absolut keine Gegenwehr, 0-7. Und ich denke, der M4190 und ich, wir haben jetzt beide das Gleiche gedacht, dass der Auftrag eines Jodlers ist, im richtigen Moment dann das Bajonett aufzupflanzen und zu sagen, okay, wir werden die Scheiße hier verlieren, aber wenn wir über den Jordan gehen, dann nehmen wir zumindest noch die Klicker mit. Das ist so das Mindset, was jeder Leitfahrer, jeder selbsternannte Jodler haben sollte. Wenn wir schon verlieren, dann gehen wir wenigstens mit wehenden Fahnen unter und dann wird hier diese Niststätte von Klickern erstmal noch hops genommen, bevor wir dann tatsächlich das Match verlieren. Vielleicht hätten wir es schon einen Tick früher machen sollen, ich habe keine Ahnung, aber es ist natürlich äußerst befriedigend zu wissen, dass die drei Kollegen hier diese Runde nicht überleben werden. So, GW Tiger nehmen wir jetzt erstmal raus. Wir müssen dem M4190 ein bisschen gegen den sturen Emil da helfen. Jetzt hoffe ich, dass er hier ins Haus schießt, macht er natürlich nicht. Vielleicht daneben schießen. Ja, Gott sei Dank daneben geschossen. So. Und der M4190 auch wie ein Pitbull da am Rumradieren. Also genau so muss das aussehen. Und deswegen, ich denke, jetzt wird auch verstanden, warum ich von Seelenverwandten spreche. Wenn die Runde schon ja nicht zu gewinnen ist, weil euer Team keinen Bock hatte, dann muss man wenigstens dafür sorgen, dass die Klasse, die ich in diesem Spiel am wenigsten leiden kann, ich denke, ich muss es gar nicht mehr aussprechen, es ist ohnehin bekannt, dass die Kollegen wenigstens auch keinen Spaß haben und dafür die gerechte Strafe zahlen, dass sie überhaupt mit der Arti ins Gefecht geklickt haben. So, jetzt
haben wir immerhin hier 2000 Schaden gemacht. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Schuss auf den ELC Even 90. Aber wie gesagt, grundsätzlich eine Hoffnung, dass wir hier noch irgendeine Chance hätten, das Gefecht zu gewinnen. Mache ich mir persönlich nicht. Ich bin auch für so ziemlich alles hier One-Shot. Aber wir haben, denke ich, unseren Auftrag hier erfolgreich erledigt und haben nochmal für zumindest die korrekten Verhältnisse gesorgt. Ich weiß, dass mich jetzt für dieses Video wieder einige hassen werden. Maus, warum hast du so ein Problem mit der Arti? Aber diejenigen von euch, die regelmäßig meinen Stream gucken, die wissen, das ist für mich die Rache des kleinen Mannes. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele, die so viel von der Arti aufs Dach geschissen bekommen wie meine Wenigkeit. Und wenn ich dann mal die Möglichkeit habe, mich zu revanchieren, dann tue ich das natürlich gerne. Und wie gesagt, das war das letzte Gejodel. Wenn ihr seht, euer Team hat sowieso keine Chance mehr, es steht schon 0-8, dann fahrt mit eurem Leid einfach geradezu und versucht zumindest noch, den drei Klickern den Spaß zu nehmen, weil das waren ohnehin wahrscheinlich die einzigen, die hier in der Runde wirklich Spaß hatten, bei drei Artis auf beiden Seiten. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Postgame-Stats können wir uns jetzt eigentlich auch klemmen. Wir haben die drei Artis platt gemacht, haben die Dimitrius-Medaille dafür bekommen. Das war auch das Wichtigste. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Falls euch das Video nicht gefallen hat, lasst mir halt ein Dislike da. Interessiert mich nicht. Für alle Leute, die das gleiche spielen wie ich. Ich hoffe, die Runde hat euch motiviert, in Zukunft zumindest noch dann, wie gesagt, das Bajonett aufzupflanzen und die Artis dafür zu bestrafen, dass sie Artis fahren. Fettes Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.